Hallo Freunde, heute möchte ich über das Buch 2. Mose sprechen und speziell den Mose anschauen und auch speziell darauf schauen, wie Menschen wieder auf Gott schauen oder wie wir Menschen wieder in Richtung Gott zeigen oder führen und wie wir wieder Hoffnung zu Menschen zurückbringen können. Okay, Moses. Junger Mann wurde von Gott berufen, nach Ägypten zu gehen und dem Pharao zu sagen, dass er die Israeliten gehen lassen soll. Die Israeliten waren damals versklavt in Ägypten von den Ägyptern, die haben die ganze Zwangsarbeit gemacht und die ganzen Sachen. So, jetzt geht der Moses dorthin, er geht mit Gott. Gott tut viele Wunder und bringt viele Plagen über die Ägypter. Und die Israeliten sehen das erster Hand. Richtig? Die sehen ganz genau, was Gott tut. Die sehen, wie groß Gott ist. Und vor allem sehen sie, wie Gott bei bestimmten Situationen seine Hand über die Israeliten legt und über die Sachen, die die Israeliten besitzen, aber die Sachen von den Ägyptern zerstört. Da sehen sie, dass Gott wirklich auf ihrer Seite ist und dass Gott mit ihnen ist. Irgendwann kommt es zu dem Punkt, wo Moses dann zum Pharao noch ein letztes Mal kommt, der Pharao dann sagt, hey, nimm deine Leute, geh. Geh. Setz euch frei. Moses geht, führt seine Leute raus. Und dann steht drin welcher Vers ist? Im 8. Vers, die Israeliten, die zogen voller Zuversicht. Das heißt, voller Mut, voller Vertrauen, voller Kraft, richtig, zuversichtlich, Gott vertrauen, ziehen los. Aber dann passiert was. Der Pharao ändert seinen Kopf, also er ändert seine Meinung und sagt, nee, ohne die ganze Zwangsarbeit, da können wir ja gar nicht weitermachen. Jagt hinter ihnen her. Aktiviert seine ganze Armee, jagt hinter den Israeliten her. Und jetzt sehen die Israeliten das. Schauen zurück. Oh. Die ganze Armee vom Pharao ist hinter uns. Gehen sie zu Mose und sagen, Mose, sag mal, was hast du für einen Mist gemacht? Das ist rausgeführt, aber jetzt müssen wir hier sterben, weil jetzt, guck mal, die ganze Armee ist hinter uns, die werden uns alle umbringen. Moses hätte in dem Moment sagen können, ja, okay, gut, hat wohl nicht so ganz geklappt dieses Mal. Okay, vielleicht klappt es beim nächsten Volk, wenn ich die aus irgendwo rausführe. Oder er hätte sagen können, okay, gut, oh well, was können wir machen? Aber was sagt Mose? Was sagt er zu den Leuten? Im 13. Vers sagt Mose, verliert nur nicht den Mut. Wartet ab und seht zu, wie der Herr euch heute retten wird. Ihr werdet Zeugen sein, wie die Ägypter ihre größte Niederlage erleben. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Ihr könnt ganz ruhig sein. So, Moses versucht erst gar nicht die Situation zu retten. Er spricht ganz offen zu den Menschen. Er sagt, hey, hab keine Angst. Aber nicht wegen mir. Hab keine Angst, weil Gott ist bei euch. Gott wird für euch kämpfen. Nicht ich, der Moses. Und nicht ihr selber. Nein, Gott wird für euch kämpfen und er wird euch freisetzen. Was passiert in dem Moment? Moses bringt Mut zu den Menschen. Er ermutigt sie so stark und sagt, hey, ihr schafft es. Ihr kriegt es hin. Ihr könnt es machen. Er zeigt ihnen, hey, ihr müsst nicht versagen oder ihr müsst nicht verzagt sein. Ihr müsst keine Angst haben. Gebt nicht auf. Erinnert euch dran, wie Gott euch durchbracht hat. Und dann im letzten Vers von dem Kapitel steht drinnen: So rettet der Herr an diesem Tag die Israeliten für ihre Verfolgung. Als die Israeliten die Leichen am Strand liegen sahen, erkannten sie, dass der Herr die Ägypter durch seine große Macht vernichtet hatte. Das erfüllte sie mit Furcht und Staunen und sie fassten festes Vertrauen zu ihm und seinem Diener Mose.
Jetzt haben sie gesehen, wie Gott gewirkt hat. Und jetzt haben sie das Vertrauen wieder aufgebaut. Aber es war nötig, dass Mose als das Sprachrohr Gottes zu ihnen gesprochen hat, gesagt hat, hey, habt keine Angst, ich bin bei euch. Und sie wieder zu Gott, ja, den Weg wieder zu Gott zeigt hat, ihren Fokus auf Gott gelegt hat und nicht auf die Situation. Es sind viele Menschen in der heutigen Welt, die von Gott vielleicht weglaufen sind oder fern sind oder die Gott vielleicht noch gar nicht kennen. Aber ich denke, es sind viele Menschen, die irgendwas in ihrem Leben erlebt haben, wo Gott wirklich sich gezeigt hat, aber jetzt sind sie wieder vor einer schwierigen Situation und jetzt sagen sie, ja gut, Gott kann mir eh nicht helfen. Oder ich bin allein, oder wieso bin ich nicht in meiner anderen Situation geblieben. Aber genau in dem Moment können du und ich und jeder von uns Hoffnung in die Menschen sprechen. Veränderung in die Menschen sprechen. Und sagen, nein, Gott ist bei dir. Du bist nicht allein. Gott hilft dir durch. Du bist nicht vergessen. Und vergiss es nicht. Jeder Einzelne von uns kann es machen. Jeder Einzelne kann auf Gott hören, wie ihn Mose es gemacht hat. Nicht jeder von uns muss ein ganzes Volk irgendwo her wegführen. Aber jeder von uns kann auf Gott hören. Und jeder von uns kann Gott vertrauen. Und jeder von uns kann die Ermutigung bringen. Ich möchte dich heute ermutigen, zu jemandem in deinem Umfeld, der vielleicht Mut verloren hat, wieder Mut zu sprechen und wieder zu Gott zu zeigen, den Weg zu Gott zu zeigen, dass er wissen, mehr Stärke geben kann, wo sie Trost finden, wo sie Hoffnung finden, wo sie Hilfe finden. Weil das bringt wirklich Veränderung. Und dann bringen wir Veränderung. Wie Mose Veränderung für Israel gebracht hat und in dem Moment aufgestanden ist, wo Gott ihn gefragt hat, so müssen wir aufstehen für Gott. In jedem einzelnen Moment, wo er was für uns hat. Und Hoffnung zu anderen bringen will. Vergiss das heute nicht. Hab eine super gesegnete Woche. Und bis bald.